mal deine besten Freundinnen zusammen. Einen Kaffee trinken. Ist ein kleiner Cognac dabei, später aber auch immer Bier mit dazu. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Und ja, da fiel mir dann so spontan ein, warum nicht mal ein Haus besetzen. Und ja, dass da nicht irgendein Haus sein sollte, sondern dass dann ein Haus von Schwulen sein sollte, war dann auch klar. Und ja, so kamen wir zum Tuntenhaus Forellenhof. Ich wohne ja in der Gegend. Dass sie weit auf den Straßen da auf jeden Fall mehr als ist klar. Und die Polizei ist ja ständig unterwegs, man hört ja nachts meistens Polizeisirenen oder sonst was, hört man immer. Man hört gerade von der Mainzer Straße, dass eben viel Aggressivität auch da ist, ja, dass eben dieses Tuntenhaus richtig für Neofaschisten ein richtiger Angriffspunkt ist. Ihr liebt, ihr hasst, ihr spielt, ihr arbeitet und so sollte bleiben und über lange Zeit hinweg, ne? Da sollen noch viel mehr Tuntenhäuser stehen, viel mehr, überall, in jeder Stadt eins. Ja, also ich muss ja sagen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, würde ich natürlich in so einem Tuntenhaus sehr gerne leben wollen. Das muss ich schon sagen. Problematisch war für uns, dass wenn wir irgendwo als schwules Haus irgendwo in Ost-Berlin ein Haus besetzen würden, das ziemlich gefährlich sein könnte, weil ich meine, hier im Ost-Berliner Teil gibt es ja die Gefahr von Faschisten sehr stark. Und ein exponiertes Tuntenhaus in isolierter Stelle irgendwo in Ostberlin ist natürlich für Sie wie ein rotes Tuch. Ja, da haben sich alle, die zusammen in einer Straße leben wollen, getroffen, haben uns zufällig getroffen und da hat sich ergeben, dass wirklich so viele Gruppen da waren, dass jedes Haus besetzt werden konnte. Und es war für uns einfach die beste Lösung, mit vielen Leuten zusammen in der ganzen Straße zu wohnen. Nebendran gibt es ein Lesbenhaus und ein Frauenhaus und normale gemischte Häuser, wo wir nicht nur in einem besetzten Haus zusammen wohnen, sondern in der ganzen Straße zusammen wohnen mit vielen Gleichdenkenden. Und ja, sind wir eingezogen oder haben besetzt. Also was Autonome sind, kann man erstmal nur historisch herleiten. 1977 hat es einen großen Einschnitt gegeben nach der Ermordung der Gefangenen in Stammheim. Aus dieser Situation heraus hat sich eine Bewegung formiert von Leuten, die weiterhin sich im Widerstand zu diesem System hier begreifen. Und das ist eine Bewegung, die einfach autonom in dem Sinne ist, dass sie eben nicht parteigebunden ist, dass sie nicht an gesellschaftliche Formen von Machtausübung gebunden ist, dass sie sich einfach den Anforderungen jetzt nicht stellt, meinetwegen sich wählen zu lassen oder über irgendwelche Bürgerbeteiligungsmodelle sich an irgendwas zu beteiligen, sondern dass sie sich wirklich gegen dieses System begreifen und für sich autonome, eigenständige Lebensformen, Politikformen entwickeln. Ja, und für uns als Tunten ist es halt sehr wichtig, da wir auch diesen antipatriarchalen Anspruch haben, dadurch, dass wir einfach Tunten sind, ein Gegenbild zu Männern zu bringen, zum herrschenden Männerbild und das durch unser Dragging einfach zu zerstören. Okay, this is our living room. The squatters were restoring all the old abandoned buildings in the Mainzer Straße. In the Tuntenhaus, there were over 30 rooms, a bookstore, a study, a library. Downstairs, they had a cafe and a bar. Tuntenhaus bin gekommen am 15. Mai, fand die Leute so eigenartig und habe mich hier irgendwann auch gleich wohl gefühlt, hab, wie die Leute hier miteinander umgehen, wie sie miteinander reden, wenn jemand Probleme hat, dass die Leute darauf eingehen, dass sie miteinander reden vor allen Dingen, dass keiner irgendwo so im Großen außen dran bleibt. Und dass die Leute sich, was ganz wichtig war, dass die Leute sich irgendwo untereinander stützen. Das habe ich erst viel später richtig mitgekriegt, nämlich wie zu meinem Tablettenrückfall kam, hier im Haus, dass mich das Haus halt auf eine Intensivstation bringen musste. Und dass das Haus hinter meinem Rücken schon überlegt hat, wie sie mich, wenn sie mich zwangseinweisen in eine Klapsmühle, wie sie mich wieder rausholen. Und dass ich hier zurückgekommen bin in das Haus und eigentlich gemerkt habe, wo jeder Einzelne steht. Dass ich wie wir damit umgehen, das fand ich halt irgendwo ganz toll. Hallo,
Who goes out with who? Oh, we are married. You two are? Yeah, we are. How long have you been married for? Oh, next week we have our 1 year jubilee. Really? We will celebrate it very privately. Privately? You mean with or without camera? Without camera. What do you mean? We need to get some romance in this story. Oh, I got it. Without camera. No, you can't film. Who is your boyfriend? Not here. Boyfriend not here? Boyfriend where? Are you in a couple relationship? Yes. No, there's absolutely no jealousy. No jealousy. Never happens because, well, we are liberated. We are so free, aren't we? Oh, yeah. Ja, es war ziemlich wichtig, das jetzt zu machen. Hier mit diesen Gittern vor den Fenstern, da kommt echt am Tag überhaupt kein Licht durch. Ne? Das ist jetzt hier so raufgenagelt. Erstens ist es nicht sehr sicher, wenn ein Stein dagegen fällt, geht hinterher das Glas kaputt. Und zweitens ist es eben zu dunkel und das Ding, das kann man jetzt wegklappen. Das ist jetzt auch, kann man das auch machen. There was an underground information system with clandestine phone lines connecting all the squats. Every day or so, the emergency phone would ring with another alert about a neo-Nazi attack against blacks or Turks somewhere in the city. And everybody would pour out onto the street with sticks and wearing helmets. Dirty cars with fascists. Die Sachen von Abend die aktuelle Information über die 30 PKWs. Besetzt mit Skins am Hauptbahnhof. Mit der wir jetzt umgehen müssen. Das Quote ist, dass wir heute zwischen It turned out to be a false alarm. It wasn't 30 cars of Nazis, but 30 East Berliners protesting the rising price of petrol. Ja, und dann sind wir in die Zentrale gegangen, um mehr herauszufinden. Und dann bekamen wir dort halt nur die Information, dass nichts geschehen ist, dass nichts passieren wird. Es wird brutaler, es wird brutaler. Und mit der Räumung, das ist immer so eine Sache, also dazu gehören zwei, also die müssen uns ja auch rausschmeißen, um uns zu räumen. Ich weiß nicht, also wir lassen uns schon nicht gefallen, aber die Auseinandersetzungen sind ziemlich brutal. Und du bist in der DDR aufgewachsen? Ja, ich bin in der DDR groß geworden. Also auch sogar hier in der Nähe hat meine Mutter gewohnt, 15 Jahre lang. Oder sie wohnt noch da und ich habe da auch gewohnt. Also. Und hast du noch Kontakt zu ihr, seit du hier im Haus wohnst? Ja, gelegentlich, aber es gibt viel Streit. Also, weil ich habe mein Leben ziemlich geändert. Also ich war früher so ein braver Schüler und dann war ich bei der Armee und dann habe ich angefangen zu studieren und irgendwann habe ich dann gesagt, also jetzt nicht mehr. Und das hängt also auch ein Stück zusammen mit den Veränderungen hier im Land. Also es hat, ich weiß nicht, ob das so eine Ursache ist dafür, aber auf jeden Fall, so im November ging es los, dass ich mehr gemacht habe, was ich selber wollte und auch so das letzte Rest von meinem Coming Out durchgekriegt habe in der Zeit und da war meine Mutter überhaupt nicht erbaut drüber und als sie dann erzählt habe, ich wohne in so einem besetzten Haus, dann wurde es noch schlimmer und als sie dann erzählt habe, ich höre jetzt auch zu studieren, da war dann völlig aus. Das war für sie aber der eigentliche Knackpunkt, dass jetzt Karriere nicht mehr drin ist. Und so. Erst wenn wir die Farben, dann scheint die Sonne und wunderbar. Nur gehört die Signale auf den letzten Gerät. What about all the stuff that they're building downstairs? Well, the stuff we build downstairs are things we're building since we squatted this house. It is, to defend ourselves, the windows against stones and Molotov cocktails, and real dangerous are Molotov cocktails, because if everybody's sleeping and fascist gangs come here in the night at 4 or 5 o'clock, throw a Molotov cocktail in the house, well, nobody recognizes it and the house burns. It can happen that Nazi gangs use this day of reunification attack squads again. It happened already, and it will happen again, I think. I wanted to go do interviews at the Nazi squad, but the idea of letting Nazis speak on television started a huge controversy at the house. Instead, Bastian said it would be better to go out in the street
and look at the fascism of everyday life. Was halten Sie denn von diesen besetzten Häusern? Was ich davon halte? Ja. Ich meine ehrliche Meinung? Ehrlich, sicher. Steinbergwerk, arbeiten, dass sie umfallen. Brot und Wasser. Ganz nett, ich komme ja eigentlich nicht. Ich habe auch noch nie jetzt hier drin, war. Ich meine, wir sehen ja nun jetzt ein bisschen, wie soll ich das sagen? Ja, so gekleidet jetzt und so. Ich meine, die erste Zeit, wie so, kam halt Angst sehr vor sie. Aber man hat gemerkt, doch mit der Zeit, dass er doch ganz nett sind. Frauen miteinander und Männer miteinander. Aber das ist eben eine neue Form, damit muss man zurechtkommen. Vor allen Dingen sind nicht schön, die bezahlen keine Miete und nicht. Und bei uns halt tun sie meckern, wenn wir jeden Tag mal Strom nicht bezahlen. Und die nehmen den Strom und alles da ab. Das ist doch nicht richtig. Na ja. Sie haben eben gesagt, am liebsten würden Sie eine Handgranate auf sich schmeißen. Ja. Sollen Sie das machen? Nee, ich hab auch was anderes gesagt, das kann man auch machen. Denn, wa? Hat man immer am Mann so weit, wa? Ja. Ja, man musste ja haben jetzt. Ja. Die sind ja nun mal hier in der Mainzer Straße, wa? Und wenn die hier kommen, dann soll ich sie weg. I decided that the fascism of everyday life wasn't enough. Also dieses, wie gesagt, die sagen, wir wohnen in Weidenstraße 122, die seit ihrem bisherigen 500-jährigen Bestehen ein Fanal für das gesamte Reichsgebiet ist, alle weil sich hier Personen treffen, die diesem reichsweiten Nationalanlager angehören, in diesem Haus kommuniziert wird, in diesem Haus gesprochen wird. It's a kind of civil war. They destroy our cars, they attack us in our apartments. It is a war. And we've got 8 deaf people. If this is not war, what is war? I heard amazingly slick, well-rehearsed Nazi propaganda. And I remembered that in Germany, it's still a criminal act to promote the ideas of Hitler or National Socialism, or even to have a Nazi flag. We know in 1933, we came to power by the will of the people. And so we have the confidence that we can reach it again. Back at the Tuttenhaus, there was a huge commotion down on the street. Before I realized what I was doing, I was out on the balcony with my camera and I was breaking the major taboo. No photographing on the Mainzerstrasse. Oh, there's drunken assholes. I see it when I zoom in. I have to specifically say no. I'm just wondering. Well, I'm just so we're getting this clear now. That's really the picture-eating monster. Because I don't know what it's like in Great Britain, I don't know what it's like in the States, but we've had the problem here again and again. The people who are on our side making films and making footage and making cutaways went to their studios and went to their archives, and the police came and took the films away. Okay. And that's a point where film people always say, we're not going to use it, we don't want it, we don't want to incriminate you, that's not what we want. But the end of the thing is, the film is there, and if the police comes and takes it away and uses it as proof against us when we're in court, yeah, that's our end. I'm just wondering. Yeah. I can't know what you're trying to say. Can I say one more thing? If they come and raid this bookshop, and they take me away, they've got your film, which will show them in whose arms I've been lying, with whom I've been discussing, who was sitting on at my desk, who I've been writing papers together with. And then all the other people that I've been engaged with and that I've had a close relationship with are completely in danger. And that's something they can't do if they just know there are 30 people and they're all individuals and we don't know how we belong together. In danger of being accused of plotting to overthrow the government. Yeah, that sort of thing. Reunification night. They had a house meeting to make plans for the anti-reunification demo. So the problem is for our camera team that if you're now talking about this evening, we wish that the sound is kind of off. The plan was this. Some of the guys split to batten down the hatches. Others were assigned to stay back at the squat on the night watch, and everyone else was going to the demo. Bastian and Punction were going with us, posing as journalists, so if there was a riot, we could get to the press phones to alert the squats. Thank you.
ran back to check the house. Everything was fine. There'd been no attack. It was only later that we found out that a bunch of neo-Nazis had been arrested coming across town with guns and automatic rifles. Irgendwann in den nächsten paar Wochen gibt es eine Massenschlägerei. Danach feiern wir eine Jack-Off-Party. Und irgendwann in vielen Jahren sind wir alle alternde Homosexuelle und haben Anzüge an, und aber kein Schlips um, sondern so ein kariertes Tuch da innen drin. Duften nach Lavendel und... Das Haus hat ein Portier dann und sowas alles. Sauna natürlich, und wir zahlen eine ganze Menge Miete, aber wir können es uns leisten, weil wir es alle nach bürgerlichen Maßstäben geschafft haben und sowas alles. Wir leben so lange zusammen, wie es geht. So lange, wie wir eventuell auch was zusammen machen. Ja, mit Sicherheit auch was zusammen machen können, wenn das nicht mehr geht. Ja, kommt drauf an, ob es von uns selbst aus ist oder ob es eben die Polizei uns verbietet, uns hier zu wohnen, oder der Magistrat. Das kann man nicht abschätzen, will ich nicht abschätzen. Aber es ist zumindest mal die Erfahrung so, dass wenn der Staat uns kaputt kriegen will, als Besetzungsbewegung, kann er das. We were in London when we heard the news. The West German police had taken over in East Berlin and were invading the Mainzerstraße. We took the next flight out. Everybody on the plane was talking about it. Even the people in the airport were talking about it. Well, they had a fight. There were tanks and water cannons, and they just, you know, packed it all up. They built a big barricade. It lasted for 2 days. Who built the barricade? Yeah, the squatters, of course, and all the people who are living there. They were fighting against the police. Yeah, the barricade was very strong, and the first night the squatters could stay. They won the battle against the police. And the whole area, nearly one district of the town. The whole district of Friedrichshain is completely sealed. Yeah, it's war. They had like tanks, everything. I mean, they ordered a lot of police forces from West Germany, you know, with Bundesgrenzschutz. The military, please. Yes. Yeah. And what about Lichtenberg, the fascist squads in Weitenstraße? They never demoved them, of course. Diese Massen von Polizei jetzt hier ist Wahnsinn. Dieser Aufmarsch, gleich wenn sie jetzt mit Waffen, ja, mit ihrer Kühlautomatik, ja, das ist ein Terrorismus. Mein Hohn ist der reine Wahnsinn. Ich bin noch Zeit. Sie dabei. Ja? We managed to slip through the police lines and get into the Mainzerstrasse. Hello? They came in and we started singing the Internationale, but we thought that we will become beat up totally,
what happened in all other houses. There was a worker, he was 50 years old, and he said, what we saw in Mainzerstraße was what will happen to us when we all are unemployed in 5 years going on the street. Ich glaube, für viele von uns und für mich auch war es wahrscheinlich dieser Mittwoch der schlimmste Tag unseres Lebens. The next morning, every street was Mainzerstraße. We went back one last time to the house to see if we could rescue anyone's stuff. But all we found were West German cops looting their stereo equipment. I couldn't believe it when I panned over and saw one of them wearing Helga's little red fez. We now live from day to day. We don't have any future with the Mainzerstraße. Maybe we have a future with Tuntenhaus, but never with the Tuntenhaus in relationship to other houses like in the Mainzerstraße. But we keep together and fight.